Zuschauer und herzlich willkommen zu den Kurznachrichten 0811. Der Lars Klingbeil soll jetzt Co-Parteichef werden, neben Saskia Esken. Denn der Norbert Borjans hat keinen Bock mehr. Ja, das kann ich ja verstehen. Immer die Zweitgeige spiele, macht auf die Dauer ja auch keinen Spaß. Ja, so wird halt der Lars Klingbeil in Zukunft schweigend neben der Saskia Esken stehen, während die ihren kommunistischen Schwachsinn verbreitet. Der Münchner Erzbischof Marx hat fürs Impfen Werbung gemacht. Impfen ist die Möglichkeit, auf die Gesundheit aller zu achten, das sagte der Münchner Kardinal bei einem Gottesdienst in der Frauenkirche. Ajo, wo er recht hat, da hat er recht. Nur doof, dass er jetzt an Corona erkrankt ist und dass obwohl er zweimal geimpft ist. Aber im Prinzip ist es ja genau das, was er gesagt hat. Impfen ist ja nur die Möglichkeit, auf die Gesundheit aller zu achten und bezieht, so wie es aussieht, die Person, die geimpft wird, nicht mit ein. Naja, und schon wieder hat's ein Prominente erwischt. Immer mehr sogenannte Impfdurchbrüche werden bekannt. So finden sich die Geimpften auf der Intensivstation wieder. Aber so wie man hört, nicht immer wegen Corona, sondern immer öfter wegen Herzinfarkte oder irgendwelche Thrombose im Kopf. Da wollen wir mal hoffen, dass es dem Erzbischof demnächst wieder besser geht. Dann kann er nämlich gleich zur dritten Impfung gehen. Vielleicht hilft's ja diesmal. Liebe Leute, was es alles für Sachen gibt. Der Taz-Autor Gabriel Joran berichtet über den alltäglichen Gastrosexismus. Ja, sag mal, was ist denn das jetzt schon wieder? Gastrosexismus. Wahrscheinlich ist es jetzt auch noch verboten, der Bedienung an den Hintern zu fassen. Oder was meinen die damit? Ja, da steht's ja. Ich zitiere. Sie können darauf wetten, dass Sie bei der Bestellung Aperol Spritz und Pilz die Frau den Aperitif serviert bekommt, denn der Mann ist der mit dem Bier, auch 2021, noch und auch in Berlin-Kreuzberg. Naja, ihr liebe Linke, so ist es halt. Männer und Frauen unterscheiden sich halt. Wie hat der Loriot gesagt? Männer und Frauen passen eigentlich gar nicht zusammen. Und meistens ist es halt so, dass die Männer viel Fleisch essen und die Frauen lieber Salat. Natürlich gibt's auch Frauen, die Bier trinken und Männer, die Aperol Spritz trinken. Und zurzeit ist das ja auch noch erlaubt. Also wenn dann die Bedienung aus der Erfahrung heraus des Pils zum Mann stillt und des Aperol zur Frau, dann liegt die Bedienung in 90% aller Fälle wohl richtig. Und ich denke, Frau, die ihr Bier bestellt hat, die kann sich auch durchaus durchsetzen und so dafür sorgen, dass sie ihr Bierchen bekommt. Ach, ihr linke Genosse, ist es irgendwie schon komisch. Auf der einen Seite regt ihr euch über so Sachen auf, aber über tatsächliche Diskriminierung von Frauen, zum Beispiel bei den Muslimen, da haltet ihr stets die Klappe. Und nur mal so am Rande, bei eurem Geschlechterhickhack, da blickt doch keine Bedienung mehr durch. Kann's doch auch sein, dass der Mann die Frau oder die Frau der Mann ist. Wer kriegt denn in so einem Fall dann das Bier? In manche Berliner Gaststätte kannst du froh sein, dass du keine Cola kriegst, wenn du Bier bestellt hast. Oder dass die Bedienung dich überhaupt bedient. Und dabei ist es ganz egal, ob du Mann oder Frau bist. Neue Großfiliale von Mediamarkt und Saturn geplant. Naja, die sind also noch optimistisch. Glauben die wirklich dran, dass die noch genügend Ware nach Deutschland schippern könne, um die Märkte dann zu füllen? Und überhaupt, wer soll denn da einkaufen? Die Deutschen werden in Zukunft ihren letzten Groschen für Energiekosten aufbringen müssen. Da sollte Mediamarkt Saturn eher drüber nachdenken, Filiale zu schließen. Gut, vielleicht wollen sie auch einfach nur Signal senden, so nach dem Motto, dass es noch irgendjemand gibt, der in dem Land hier investiert und die Hoffnung hegt auf bessere Zeiten. 2015 darf sich auf keinen Fall wiederholen, so hört man es allenthalben. Doch zurzeit stauen sich gerade die Fachkräfte an der polnischen Grenze. Aber nicht, dass ihr jetzt denkt, dass die nach Polen wolle. Nee, die rufen alle Deutschland, Deutschland. Und im Gegensatz zu uns dürfen die das sogar. Die polnische Polizei kann sich jetzt noch dem Ansturm zumindest stilleweis erwehren. Aber unsere zukünftigen Gäste werden langsam aggressiv. Sind sie doch überrascht, gar empört, dass man sie nicht einfach durchmarschieren lässt. Unsere Frau Merkel, die wird ja jetzt gelobt. Und zwar von sich selbst. Sie ist nämlich der Meinung, ja, wir haben's geschafft. Unsere zukünftige Regierung hält sich ja noch ein bisschen im Hintergrund, was die Flüchtlingsproblematik angeht.
Aber eigentlich müssen Sie ja gar nichts dazu sagen. Es ist doch klar, was passiert, wenn hier die Linksgrüne an die Macht kommen. Ich bin ja nur ein blöder Affe und kenne mich nicht so aus in der Politik. Aber mal ganz ehrlich, was willst du mit Menschen, die nur da sind, weil sie die Grenze mit Gewalt gestürmt haben? Sozusagen aggressiv in ein Land einmarschiert sind. Gut, jetzt nicht in Deutschland, sondern in Polen. Bei uns müssten sie ja nicht mit Gewalt einmarschieren. Wir würden sie natürlich mit Busse abholen und gleich der Familiennachzug organisieren. Das ist auch übrigens der Grund, warum die alle zu uns wolle. Weil wir nämlich permanent ins Ausland das Signal sende, dass jeder kommen kann, um sich dann in unserem sozialen Netz wohlzufühlen. Wie da unsere Kanzlerin auf die Idee kommt zu sagen, ja, wir haben das geschafft, wird und bleibt ewig ein Rätsel für mich bleiben. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Hallo, hallo, ist das Video schon fertig? Ist überhaupt noch jemand da? Hallo, könnt ihr mich hören? Hallo, babbelt denn da jetzt rein? Ich sag's ja, deutsche Infrastruktur, scheiß Telekom. Die Verbindung ist voll Banane. Naja, was soll's? Ihr wundert euch bestimmt, was euren Hallmack auf dem Mond macht. Naja, im Rahmen der allgemeinen Sparmaßnahme hole ich meinen Käse zukünftig vom Mond. Denn ihr wisst ja, dass der Mond aus Käse ist. Und so kann man natürlich ziemlich viel Geld sparen. Zudem wollte ich mal gucken, ob es hier billige Bauplätze hat. Ihr wisst ja, dass demnächst bei uns sowieso alles kaputt ist, wegen dem Klimawandel. Falls da noch jemand zuguckt, wollte ich nur noch sagen, dass ich überhaupt kein Problem damit habe, wenn du das Video hier teilst. Dabei ist es ganz egal, ob ich gerade auf dem Mond bin oder nicht. Glaub mir, das spielt wirklich überhaupt keine Rolle. Jetzt bin ich wieder aus dem Konzept. Moment, was wollte ich noch sagen? Ach ja, ja, das mit dem Teilen, das ist schon wichtig. Ihr seht ja selbst, dass mein Kanal so da rumdümpelt. Und gerade deshalb bin ich auf euer Hilfe besonders angewiesen. Wenn ihr meine Sache unterstützen wollt, könnt ihr mir auch was spenden. Denn so Fahrt auf dem Mond ist nicht gerade billig. Ihr wisst ja, was der Sprit kostet. So, jetzt muss ich aber los meinen Käse holen. Zum Glück habe ich mein Chip dabei. Aller gut, wir sehen uns beim nächsten Video.